Und damit herzlich willkommen zurück, Leute, meine lieben Freunde der Französischen Revolution. Es geht weiter mit die Umbettung Mirabeaus. Mirabeau war doch unser Assassinen-Großmeister in diesem Teil, oder? Der Dicke, der mit Akronit oder so ähnlich vergiftet wurde, war das nicht so? Weil wenn herauskam, dass es Dings war, wo wir dann den Assassinen-Fight hatten. Ich glaube, der war Mirabeau. Schwierigkeitsstufe 5 übrigens. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Spieler das ist. Aber es wird die Hölle. Dann ist es ein Multiplayer und es ist 5 Sterne. Der Mob jagt einen toten Mann. Mirabeau, der gefallene Führer der Republik und der Assassinenbruderschaft, wurde öffentlich entehrt. Mit dem König zu verhandeln war ein gefährliches Spiel, aber Mirabeau wollte eine friedliche Revolution. Er bezahlte mit dem Leben dafür und wurde nach Assassinentradition bestattet. Sein Leichnam wurde im Heiligen Pantheon beigesetzt, bis Robespierre seine Absprache mit dem König bekannt gab. Nun wollen diese Fanatiker ihn exhumieren. Besetzt jede Tür, jeden Sims und jeden Eingang. Niemand kommt hier rein. Wenn der Mob seine Reliquien bekommt, steht die Geheimhaltung der Bruderschaft auf dem Spiel. Seid vor ihnen dort und bringt Mirabeaus Reliquien an einen sicheren Ort. Das checke ich jetzt aber nicht. Wieso will dann Robespierre das alles verteidigen? Lol. Okay, wir müssen nach ganz hinten da rein. 3, 2, 1, let's go. Okay, jetzt wird's interessant. Okay, vorsichtig. Die Templer und ihre Handlanger sind sicher hier und suchen überall nach Mirabeaus geheimer Gruft. Okay, es sind genug Leute hier. Okay, der Sniper da hinten, der stört mich schon ein bisschen. Wenn ich genauer sein soll, nicht nur ein bisschen. Stört mich ziemlich gewaltig. Immerhin waren wir diesmal derjenige, der zuerst geschossen hat. Und ganz schnell weg hier. Schüttelst mich nicht ab! Hab dich! Ich muss dich auch nicht abschütteln. Ich muss dich einfach nur umlegen. Wir sollen jetzt die Krypta finden von ihm. Versuchst du wegzulaufen? Er hat dich erwischt. Vor allem, woher will er wissen, dass er gestorben ist? Ich halte besser meine verfluchten Augen auf. Zu spät. Vorher haben wir ihn schön im Po gepiekst. Okay. Wollen wir mal noch tiefer gehen. Zeit, die Assassinengruft zu finden. Benutzt das Adlerauge, um sie zu öffnen. Hopp. Das ist meine Partei. Aber dieses Rooks Vorgehen aus der letzten Folge übrigens, Leute, hat mich irgendwie interessiert. Also da hätte ich gerne noch mehr einzelne Videoclips gesehen.
Was auch immer ich gerade ändere, ich habe keine Ahnung. Ist das nicht richtig? Ja, aber absolut keine Ahnung. Was gibt's denn hier überhaupt für einen Quatsch? Den Mist, den Mist. Diesen Mist. Gibt's hier irgendwie Hinweise drauf? Nö. Jetzt auch mal ehrlich, woher soll ich denn das jetzt herausfinden? Oder bin ich einfach nur gerade zu dämlich dafür? Ich habe keinen Plan. Boah, mir geht das Rätsel auch saumäßig auf die Nerven. Ey, woher soll ich das denn wissen? Ja, dann halt Try and Error, Alter. Probieren, bis ich es hinkriege. Falsch. Super. Geil. Freut mich. Nächstes. Kriege ich hier irgendwo einen Hinweis wenigstens? Ich check's halt überhaupt nicht. Oh, ey, es macht keinen Bock. Boah, ne, leck mich. Ich gucke die Scheiße jetzt im Internet nach. Dreht die Ringe mit den Podesten so, dass die Symbole auf die Gruft deuten. Ihr seht wo, wenn ihr euch die Ringe anseht. Ah. Zeigt der jetzt auf die Gruft oder?
Ich habe immer noch keine Checkung. So, der Pfeil guckt jetzt zumindest schon mal in die Richtung. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Nee, ich check's nicht. Bin zu blöd dafür. Geht mir auch ziemlich auf den Sack, die Scheiße gerade. Wie heißt die dämliche Mission? Umbettung Mirabos. Alter, wie schreibt man den Mirapol? Leck mich. Schrecklich. Alles klar, Easy Guide. Dann zeig mir mal, Website ist nicht sicher. Oh, das ist schon mal super. Ja, danke schön, liebe Internetseite. Pass auf hier. Es gibt so eine Sachen wie Verfügbarkeit, Schwierigkeit, Spieler, Belohnung, Beschreibung, Lösung. Noch keine Textlösung vorhanden. Oh, yeah, vielen Dank. Oh. Das ist aber auch ein Bullshit hier. So, von wem ist das hier? Games to You. Das läuft aber nicht gerade stabil, das Spiel bei ihm. Es ruckelt aber ziemlich. Ah ne, es lag daran, dass es nur 144p war. Dann leckt das immer komisch. Ach, du willst mich doch heulen. Vorhin, das ist ein Deutscher, habt ihr das gehört? In dem Video. Wie es sich so hier rumlaufen und hier irgendwo ist dann so ein Symbol. Warte, das will ich jetzt nochmal checken hier. War das wirklich ein Deutscher? Ja. Vor allem der hat Rang Elite-Offizier. Und seine Sterne oben sind alle golden. Also seine Zeichen, die er hat. Ah, hier. Okay. Dämliche Steinbock. Dämliche Steinbock, den haben wir hier. Aber wie steigert man denn seinen dämlichen Rang? So, und wo ist das letzte? Wisst ihr was? Bei dem letzten probieren wir einfach aus. Beim letzten Mal wirklich einfach Scheiß drauf. Wir probieren es einfach. Try and Error. Ja, genau. Es dreht sich hier nicht. So. Oh, wir haben's. Cool. Also, Games to You, falls du das siehst, Dankeschön. LOL. LOL.
Lol. Alter. Die machen es einem nicht einfach, was? Haut mit den Reliquien ab, bevor Verstärkung kommt. Du machst es mir nicht einfach, junge Dame. Was glaubst du, haben die hier unten? Die Kavallerie ist da. Sieht aus, als müsstet ihr euch an der Nationalgarde vorbeischleichen. Oh, nice. Die Nationalgarde. Hab ich dich. Oh, hat dir aber viel gebracht. Nee, hier öffnen. Ja, genau. Läuft. Oh nee, noch mehr Leute in der Nationalgarde. Und komm! Mist. Als ob das eine Stufe 5 war. Ich erlöse dich schon mal von deinen Schmerzen. Ey, oder die Bevölkerung jetzt abschauen zu bezeichnen, ist aber auch nicht richtig. Was hast du dir so gedacht, ha? Alter, ist die Steuerung gerade klobig. Nein! Arsch. Kleine, miese Mistmade. Hui! Lol, der hat mich trotzdem getroffen. Gelee. Alles klar, tschüss. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich hoffe, nächstes Mal bringen Sie Mirabus Relikte an einen sicheren Ort. Ich leg dich um. Und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, ich kann mich nicht wehren und bleibt gesund.